Oh, hallo zurück zu Star Trek Birth of the Federation. Ich komme gerade frisch vom Geburtstag von meiner Mutter und eben noch im Kreise der Familie wird Zeit, mein rechtmäßiges Amt an der Spitze der Föderation wieder einzunehmen. Und natürlich mit friedlichen Mitteln den Weltraum zu erobern. Zu überzeugen, mir beizutreten, wollte ich natürlich sagen. So, wir waren das letzte Mal stehen geblieben, dass wir angefangen haben, unser kleines Sternenreich ein bisschen auszubauen. Wir haben eine kleine Flotte angefangen aufzubauen. Da haben wir schon zwei Zerstörer. Wir haben ein Kolonieschiff im Einsatz, mit dem wir gerade hier unten Misa terraformen. Wir haben Galvin in unsere Reihen aufgenommen. Wir haben Midos und wir haben Misa mit friedfertigen Mitteln überzeugt. Da wirklich mit friedfertigen Mitteln. Das nächste Ziel ist unter anderem Meles und Selei zu kolonisieren. Dazu werden wir auf jeden Fall noch mindestens ein Kolonieschiff brauchen. Und ja, die Flotte will ich ausbauen. Aber erstmal gucke ich mal Forschung. Ich habe mich nämlich entschieden. Ich forsche ja momentan massiv an Bautechnik. Das wird auch so bleiben. Danach wird es aber auf Waffen gehen. Weil wir haben im. Upp, jawohlchen. Wir haben hier. Das müssten Klingonen gewesen sein, Romulaner. Also wir sind überall jo, im Süden. Ja, Süden, kann man Süden sagen? Na, ja, unten. Unten klingt besser. Unter uns stehen mehrere Großreiche. Und das könnte noch zum Problem werden. Hier oben haben wir unser Forschungsschiff. Das können wir mal hier runterschicken. Gut. Ich würde mal sagen, Runde beenden. Diplomatische Nachrichten sind eingetroffen. Oh, die Romulaner wollen Kriegspakt. Nee, das will ich noch nicht. Ein Typ Automatikfarm im Galvin-System gebaut. Das muss ich mir nochmal ansehen. Die wollen den Krieg gegen die Cardassianer. Das ist nett gemeint. Ich habe euch echt lieb. Ihr seid ganz dufte. Ein bisschen merkwürdig drauf manchmal. Aber ich muss leider Abkommen wird ablehnen. abgelehnt. So. Da fällt mir ein, was baue ich denn hier? Ah, da baue ich schon das Kolonieschiff. Das hätte ich mal eben, bevor ich Runde beenden machen müssen, auch schon mal nachsehen sollen. So, System, da bauen wir erstmal die Flotte weiter aus. Wir haben das Galvin-System, da haben wir eine Farm gebaut. Da sind wir jetzt bei plus 28 Nahrung. Das sieht erstmal ganz nett aus. Da bauen wir jetzt noch eine Fabrik. Da würde ich sagen, wir beschleunigen das mal. Güter bestellt. Bauen danach noch eine Fabrik und dann Typ noch eine Farm und dann verstärken wir die vorhandenen Gebäude. Gucken wir mal, Produktion. Können wir da eins zurücknehmen? Ja. Sehr schön. Dann können wir nämlich hier ein bisschen mehr auf Industrie gehen. Gucken wir mal im Midos-System. Wie sieht es hier aus? Da bauen wir noch eine Fabrik. Das kaufen wir auch Güter mal. bestellt. Da brauche ich aber die Typ 1 Farm erstmal nicht so dringend. Da brauche ich eine Fabrik weiter. Danach bauen wir nochmal eine Automatikfarm. Und dann gucken wir uns das nochmal an. Misa, wie sieht es bei euch aus? Da bauen wir einen Typ 4 Bauhof. Wie sieht es bei der Produktion aus? Wir haben mehr als genug Nahrung. Das nehmen wir mal einen Tick zurück. Energie brauchen wir nicht. Forschung können wir ein bisschen investieren. Das ist schön. Das ist sehr schön. Da fällt mir ein Sol. Kann ich hier irgendwas nachziehen? Nahrung ist schlecht. Kann ich hier noch irgendwas verbessern? Eigentlich auch nicht. Na, Sol muss ich darauf hoffen, dass ich modernere Systeme habe. Das sieht eigentlich soweit alles okay aus. Beziehungen. Mehr Föderation hat mit den Cardassianern in den Ferengi Frieden. Klingonen und Romulaner ist neutral.
da mache ich mir auch nicht viel Hoffnung. Mit denen wird es auf jeden Fall irgendwann noch clashen. Wir sind verbündet mit den Benziten. Und mit Sarianer sind Mitglieder. Da müsste ich eigentlich mal gucken, dass ich vielleicht noch eins der kleineren Völker so in mein Reich kriege. Die Benziten, kann ich die nicht auch inzwischen anbieten? Benziten. Die sind begeistert. Mitgliedschaft. Kommt, tretet dabei. Senden. Für 500. Überlegt euch. Wir haben Kekse. Ja. Hört mal auf, ich mache mit dem Kolonieschiff nichts. Was ist mit mir los? Planet zum Terraformen auswählen. Ich hätte ja gesagt, sag doch mal was, aber ich nehme das ja auf. Drüben haben wir nichts mehr. Die Klingonen unterzeichnen einen Pakt mit den Cardassianern. Ja, das gefällt mir gar nicht. Sind eingetroffen. Benziten wollen wir nicht beitreten. Ganz schön dreist. Oh. Dann gucken wir uns mal die Welten hier an. Oh, die Cardassianer gegen die Romulaner. Terraforming abgeschlossen. Terraforming in Misa abgeschlossen. Das ist schön. Dann nur noch einen Planeten. Ja, zwei kleine noch. Das müsste eigentlich flott gehen. Planet zum Terraformen auswählen. Der ist nächste Runde da. Diplomatische Nachrichten sind eingetroffen. Misa muss ich mir ansehen. Bauer ist leer. Cardassianer wollen einen Kriegspakt vorschlagen. Oh. Ich habe noch keine Flotte, ihr Nasen. Außerdem, ich als Föderation will natürlich keinen Krieg. Das wollen wir mal klar halten. Ne? Wenn, werde ich in den Krieg gezwungen. Oder ich greife vorsorglich an, weil ich angegriffen werden würde. Die Föderation fängt natürlich keinen Krieg an. Oh, das wäre aber auch nicht schlecht. Bunkernetzwerk, Klasse 3 Fabrik kann ich bauen. Synthetische Legierung. Ach, das ist schön. Die Klingonen erklären den Romulanern den Krieg. Oh, da geht's jetzt ab. Ah, ich habe den Cardassianern gar nicht geantwortet. Ja, man darf auch nicht zu viel reden, sage ich immer. Nicht zu viel reden. Und da geht's jetzt aber ab. Ich glaube, Misa kann ich jetzt auch weiterbauen. Wie sieht's bei der Produktion aus? Oh, nee. Das ist zu früh. Aber ich kann hier nochmal Forschung rausnehmen. Und ich habe ja. Ich bin direkt an der Grenze. Aber ich bräuchte dann wieder Energie. Ich brauche aber auch für die Werft Energie. Also ich könnte Energie bekommen. Ich baue erstmal das Bunkernetzwerk, weil das System ist genau an der Grenze. Oh. Ich baue erstmal die Windturbine.
Dann ein Bunkernetzwerk und den Superraumscanner. Das sieht gut aus. Das, damit kann ich leben. Galvin muss ich hin. Was macht Galvin, was so Probleme hat? Oh. Wir kaufen mal die Fabriken. Ich muss die Automatikfarmen ausbauen. Sonst kriege ich da Probleme. Wir stellen mal die Forschung um. Und zwar bauen runter. Gehen wir auf All in den Waffen. Ich will möglichst schnell Waffen. Ups. Da habe ich aber jetzt einmal mich verklickt. Au. Ja, dann gucken wir mal. Runde beenden. Terraforming abgeschlossen. Terraforming Mieser abgeschlossen. Klasse 1 Fabrik im Galvin-System gehört. Zerstörer auf Sol gebaut. Das ist schon mal gut. Da läuft noch das Terraforming. Wir. Planet zum Terraformen auswählen. Nee. Ja, bewegen. Ich muss Polaris endlich besiedeln. Ansonsten kriege ich nämlich ein Problem. Die breiten sich hier nämlich ganz schön aus. Das ist ja schön, dass ich vorbereitet sein will. Aber das bringt mir am Ende nichts. Wenn ich kein Reich habe. Keine Föderation, friedlich zusammenlebender Planeten. Man darf ja nicht zu viel Kriegsrhetorik reinbringen. Wir nehmen erstmal die Zerstörer raus. Und bauen die Fabriken aus. Mehr Produktion ist immer gut. Sollen die sich mal schön die Köpfe einhauen? Und ich hole mir dann die Reste. Bringe den Frieden. Windturbine Misa gebaut. Das ist schon mal schön. Jetzt baue ich das Bunkernetzwerk, den Subraumscanner. Da ist die Frage, baue ich da noch eine zweite Werft? Das System ist nicht groß. Also übermäßig produzieren werde ich da auf längere Sicht erstmal nicht. Aber ich kann schon mal eine Universität bauen und eine Datenbank danach. Übersicht Misa. Da habe ich einen kräftigen Überschuss. An Nahrung, das können wir zurücknehmen. Einen kann ich rausnehmen. Das gehen wir gleich mal in Forschung. Sol. Ja, kann ich erstmal nicht viel machen. Wie viel kostet mich denn Fabriken ausbauen? 950 brauche ich noch. Ich habe 2561. 104 kriege ich jede Runde dazu. Also es dauert auch da noch ein wenig. Diplomatische Nachrichten sind eingetroffen. Ja, das nehme ich doch gerne an. Nicht Angriffspakt. Mit den Romulanern.
Ah, ich bin doch für Frieden immer zu haben. Annehmen. Abkommen wird angenommen. Ich habe ja schon mal gesagt, ich mag sie. Ich mag sie. Die sind komisch, sind sie, aber ich mag sie. Die Föderation unterzeichnet einen Pakt mit den Romulanern. Sie haben einen Nicht-Angriffspakt mit einer anderen Rasse geschlossen. Ja, wir dürfen nicht betreten und bla. Okay. Man hätte ja auch das Kolonieschiff in der letzten Runde schon mal anfangen lassen können. Also wenn ich untergehe, dann deswegen, weil ich nichts mache. Terraforming abgeschlossen. Das ist schön. Ich werde hier aber, glaube ich, schon mal kolonisieren. Das System wird kolonisiert. Und ziehe das Kolonieschiff erstmal hier runter. Ja, ist mir lieber. Und ich schicke mal wenigstens das Forschungsschiff mit hin. Dieses System gehört von nun an zur Föderation. Diplomatische Nachrichten sind eingetroffen. Ja, ich nähere mich euren Grenzen. Das ist bitter. Aber ich komme ja auch in Frieden. Ich nenne das eine freundschaftliche Annäherung. Planet zum Terraformen auswählen. Guck mal, aber wir können hier nur Nahrung bisher bauen. Fangen wir mal an mit zwei Fabriken, eine Automatikfarm. Und dann bauen wir die Automatikfarm aus. Wie sieht es im Sol aus? 9 Runden. Kaufe ich. Bestellt. Ich muss möglichst schnell eine Flotte bauen. Das beschleunigen wir jetzt einfach mal. Ah. Das ist schön. Ich konnte hier einmal Nahrung rausnehmen. Supi. Das hier sieht gut aus. Da waren wir ja schon. Alles top. Wie schnell kommen wir denn voran? Bei den Waffen? Nicht überragend. Diplomatische Nachrichten sind eingetroffen. Oh, stellen eine Forderung. Was habt ihr denn? Ablehnen. Kommen wird abgelehnt. Ich sehe, ich brauche dringend Zerstörer. Verdammt dringend. Ja, die brauche ich. Ansonsten könnte es ziemlich langsam knackig werden. Alle zufrieden. Überall wird gebaut. Der Supranscanner in Misa ist bald fertig. Das gefällt mir außerordentlich. Da unten haben wir Cardassia. Terraforming abgeschlossen. Terraforming im Polaris abgeschlossen. Das ist wieder sehr gut. Überall wird auch fleißig gebaut. Das gefällt mir auch. Planet zum Terraformen auswählen. Ja, dann machen wir den noch. Misa ist leer.
Super, 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 super. So, da bauen wir ja die Zerstörer noch. Ich bin mal gespannt, ab wann ich neue Schiffe bauen kann. Bisschen was Größeres. Die Automatikfarmen dauern noch. Ach, da konnte ich noch umstellen. Da hatte ich noch Luft. Hier kann ich nichts machen. Außer nochmal eine Fabrik, Ausbau. Ja, wollen sie nicht. Misa, was bauen wir denn in Misa mal? Gucken wir mal. Wir haben ein bisschen Luft, was kann ich noch? Ach, schade, es geht nicht. Aber ich könnte ein, wie sieht's aus? 72 von 190. Bauen wir die Universität aus. Wir haben noch 40 Überschuss an Energie. Dann bauen wir auch eine Werft. Ja. Und ein Bau. Ja. Gucken wir mal. Ich habe Informationen. Ich habe null, was ich in Forschung stecke aktuell. Das ist natürlich noch ein Riesenproblem. Aber erstmal. Ich bin ja der Meinung, man kann auch ganz gut Spionage betreiben, indem man den Gegner wegwampst und dann die Ruinen durchsucht. Würde ich als Föderation natürlich nie machen. Aber man soll ja nie sagen. Terraforming abgeschlossen. Diplomatische Nachrichten sind eingetroffen. Ja, die Romulaner wollen bestimmt, dass ich in irgendeinen Krieg beitrete. Planet zum Terraformen auswählen. Machen wir mal den kleinsten. Polaris. Läuft langsam an. Was wollt ihr denn? Die wollen mein Geld. Abkommen wird abgelehnt. Die wollen mein Geld. Fraktal holen die sich auch noch. Das ist doch zum Kotzen. Übersichtssysteme. Baue ich überall was? Ja. So, 3 Stunden noch, bis der nächste Zerstörer fertig ist. Wir haben jetzt eine Flotte von 4 Zerstörern. Diplomatische Nachrichten sind eingetroffen. Na, lass mich raten, die wollen Geld. Ja, da kommen jetzt 34 Forschung rum. Ein Anfang okay, mehr nicht. Polaris könnte ich mal ansehen, ob ich da was zurücknehmen kann. Schließen. Gucken wir mal, Polaris. Was geht in Polaris, meine Freunde? Nicht viel, wie ich sehe. Güter bestellt. Kaufe ich mal eine Fabrik. Dann kann ich nämlich auch ein bisschen Nahrung rausnehmen. So, 2 Runden, bis der nächste Zerstörer wieder fertig ist. Dann kommt das Bunkernetzwerk dran. Was macht denn die Forschung? Da sind wir bei 56%. Das geht natürlich viel zu langsam. Terraforming abgeschlossen. Ja, wir haben da. Es dauert ewig, bis wir da weiter sind. Da können wir den letzten Planeten, da können wir irgendwann nochmal. Ich muss eh noch hier oben das eine Mele-System. Ich hab den. Wie kommt es, dass ich den Planeten da nicht erforscht habe? Oh, meine.
Ich schick mal die nach Misa. Ja. Ah, hier kann ich nicht viel optimieren. Wir haben Erstkontakt mit einer fremden Kultur. Die Bandi! Obwohl sie über keine Warp-Technologie verfügen, sind die Bandi uns zum Beispiel bei den Baumethoden überlegen. Ich muss mal die Bandi sehen, dass ich die überreden kann. Ja. Anbieten, Bandi. Ich sende mal ein Geschenk. Man kann ja nie wissen. Die mögen es bestimmt, Teil der Föderation zu werden. Da bin ich mir ganz sicher. Ach, ist das... Das waren noch Zeiten. Da war der Pluto noch ein Planet. Ein Truppentransporter brauche ich noch nicht. Ja, dich lassen wir mal. Planet zum Terraformen auswählen. Wir terraformen hier durch. Ach, da wohnen ja die Seelei. Wieso terraforme ich für die? Das wären aber die. Da muss ich mir die Seelei einverleiben. Ja. Aber jetzt wird Diplomatie ganz groß geschrieben. Wie schaut's hier unten aus? Planet zum Terraformen auswählen. Ja, hier sind eh nur zwei Planeten. Terraformen wir beide und dann kolonisieren wir Meles. Da habe ich auch noch Yadera, was ich besiedeln kann. Käufer, da komme ich noch nicht hin. Was macht die Forschung? 83% bei dem Waffensystem. Geilwissenssystem ist leer. Windturbine, Subraumscanner. Alles wichtig. Yep, eine Bauliste danach. Ausbau zu Klasse 2 Fabriken. Danach eine Delizium-Raffinerie. Ja, kaufe ich mal, um das Ganze ein bisschen anzuschieben. Pro-System, alles gebaut. Galvin haben wir das ja beschleunigt. Midos-System und das. Wie sieht's denn aus mit der, mit den kleinen... Wisst ihr was? Wir bauen mal kurz ein bisschen mehr auf Information.
beschleunigen die Forschung und lassen den Rest erstmal unangetastet, da ich Handelsgüter haben will. Hier, das sah ja schon ganz gut aus. Misa ist auch okay. Da können wir ein bisschen Leben rausnehmen. Stecken das auch mal in Spionage. Midos können wir nicht viel machen. Da bauen wir die Fabriken aus. Kann ich mir das leisten? Ja, dann beschleunigen wir das mal. Und bauen danach eine Automatikfarm und eine Dilithium-Raffinerie. Das kann, glaube ich, nicht schaden. Wie sieht es hier aus? 91%. Gleich haben wir das neue Waffensystem. Hier läuft noch das Terraforming. Euch lege ich mal zum kleinen Kampfverband zusammen. Ist in Arbeit. Ich wollte unbedingt die Bandi haben und die Seeleihe wollte ich auch haben. Was kommt hier? Erst die Bandi. Ja, den Kontakt anregen. Das klingt immer nett. Das ist gut. Unsere Streitkräfte haben die Schlacht gewonnen. Wir haben Durchbruch gehabt. Aber Energie, ja. Was brauche ich denn, um einen schweren Zerstörer zu kriegen? Oh, leichter Kreuzer, da fehlt mir Energie 3. Ja, ich will einen leichten Kreuzer. Das ist auch das nächste, was ich erreichen kann. Sternenbasis ist auch noch weit hin. Außenposten kann ich bauen. Ah. Ein Außenposten. Bauen wir nämlich hier Truppen. Da hatte ich schon ganz vergessen, dass die Truppentransporter für den Bau zuständig waren von den Dingern. Aha, sag mir das doch einer. Hier kann ich wohl nichts reinstecken? Nee. Ja, weil das erste, mit denen ich nämlich
Konflikt geraten werde, sind die Ferengi. Also muss ich da mal ein bisschen Sabotage reinbringen. Terraforming abgeschlossen. Diplomatische Nachrichten sind eingetroffen. Oh, da bin ich ja mal gespannt, was die wollen. Erstmal wird es Zeit, Planet zum Terraformen auszuwählen. Hier den zweiten Planeten zu terraformen. Mal gucken, was wir haben. Meine aggressive Strategie? Die sind bei mir reingeflogen, ich habe sie gerufen, wir hatten einen kleinen Knatsch und die sind wieder abgehauen. Ich verstehe nicht, was da so der Knackpunkt gewesen sein soll. Ja, für ein paar Euro nehme ich das mit. Was haben wir denn hier Schönes? Was ist die Lage der Nation aktuell? Wir brauchen noch einen Typ, noch einen Bauhof. Ja, viel können wir hier gar nicht machen. Es läuft ja alles, läuft ja alles. Güter bestellt. Ja, ich will den Subraumscanner. Ich will ihn haben. Ich will ihn haben. Weil ich will nämlich Golfer. Schicke ich die mal vor. Mal Übersicht. Systeme. Wie sieht's denn aus? Produktion läuft überall. Das sieht gut aus. Ja. Ja. Dann schauen wir mal, wo es das nächste Mal weitergeht. Ich habe natürlich einige Fehler gemacht. Ich bin sogar überlegen, ob ich einfach nochmal von vorne beginne und aus meinen Fehlern lerne oder ob ich es durchziehe. Weil ich habe ein paar Verzögerungen drin gehabt beim Bauen, weil ich immer wieder übersehen habe, wo gerade was lief. Diplomatisch habe ich ein bisschen die kleinen Völker aus den Augen verloren. Aber ich muss sagen, es macht mir auf jeden Fall Spaß, das gute Ding. Gut, dann lasst ein Abo da. Da würde ich mich sehr freuen. Drückt auf Gefällt mir. Guckt meine anderen Videos. Ich über mir. Könnt ihr abonnieren. Und da muss ich mich noch dran gewöhnen. Auf der Seite drüben, da verlinke ich euch mal eine Playlist und ein Video von mir. Also, haut rein. Reingehauen. Tschüss. Wir sehen uns.